aufgesehen. Ja. Deshalb fahren wir nie nach dort. Ja, ich war ja noch nie da. Also, man stellt sich die Schilder auf, so 1, 2, 3, sagte dann, sollen wir da hingehen. Ja, wir waren in Europa, die Züge hatten nicht gemerkt, aber die haben das gesehen. Und der hat geschimpft mit seinem gefährten Hund. Der hat so geschimpft. Haben wir auch mal erlebt. Da waren wir bei dem Rüden. Der war wirklich auch familiär und ein ganz toller Rüde, der, wo ich sage, wenn sich das vererbt, richtig toll. Ja. Und da hatte er einmal nicht gewonnen. Ja. Da hat er den Hund angenommen. Und seitdem habe ich mit dem nicht ein Wort mehr gesprochen. Nee, das macht man nicht ein Wort. Also ich denke, gut, für eine gute Flucht, das muss sein, das ist so, das gehört so, ihre Bewertungen brauchen die. Aber wenn man da so ein was Übertriebenes drauf macht, das muss man nicht sein. Besser als Stämmchenfinger, ne? Na? Sehen Diego auch dabei? Nee, der ist durch. Ach, der tobt da hinten rum. Ja, das glaube ich. Also, sag mal, weißt du, wo man hingucken muss? Ja. Diego! Komm her! Wahnsinn. Nein, das Blatt ist cooler. Ja. Das wäre jetzt was gewesen, wenn er gekommen wäre, ne? Ja, aber geguckt hat er schon. Aber da ist noch das, was die Großen machen, interessant. Ja. Dabei. Ja. Ja. Na eben, Diego, komm mal mit. So sind die an. Diego. Noch nicht ausgeschlafen. Komm mal mit, komm. Komm her. Hier, komm her. Wenn ich das Wort sag, also wenn es ums Essen geht, dann sag ich es. Man kann ja auch alles kontrollieren. Nur rufen, dann sind alle da. Also du bist wirklich schlimm, Diego. Ja, immer oben drüber. Immer überweg. Also so ruhig sind die sonst nie. Die laufen ja wie in Zeitlupe. Normalerweise kriegen sie sie. Ja, und das ist die kleine Dira. Die unsere Voice. Die rote. Ja. Ja. Aber viel Fälle, ne? Ja. Viel Arbeit. Ja, ja. Aber alle, jeden, den man anguckt, wunderschön. Auch die kleine Dolly da, die Hündin im Grün. Echt ein Traumwurf. Alle, ja, kann man wirklich sagen. Ja, ach hier. So ein Zufall, ne? So ein Zufall, ich kann das echt nicht fassen. Ja, vielleicht war es echt so bestimmt.